Gut. Wunderbar. Herzlich willkommen. Das ist der Talk Moderne Kommandozeilenwerkzeuge. Ich habe gestern festgestellt, dass ich den Talk für 30 Minuten eingereicht habe und habe dann von 81 Slides auf 74 runtergekürzt. Also es wird relativ interessant und spannend und flott. Ich bin der Leira. Falls ihr irgendwie Social Media machen wollt, Hashtag EH18 wäre der richtige Talk, der richtige Hashtag. Das sind die Themen, über die ich heute ein bisschen plaudern möchte in den nächsten 30 Minuten. Falls ihr das schon kennt, haltet den Vortrag statt mir. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Irgendwer hat sich vorhin schon freiwillig gemeldet. Wo ist er? Sicher nicht mehr. Letzter Punkt ist dann eure Vorschläge. Also wenn ihr dann noch Tools habt, die ich nicht auf der Liste habe und die ihr kennt und sagt, sie sind cool. Ich habe hier vegane Mannerschnitten aus Wien mitgebracht, ist keine Motivation für Audience Participation. Vorsicht, enthalten Granderwasser, also wer allergisch auf Granderwasser ist, bitte nicht nehmen. Ja, es ist Granderwasser, Humbug. So, gut, also wie gesagt, darüber werde ich jetzt mal kurz in den nächsten 30, 29, 28 Minuten sprechen. Wir sprechen über Kommandozeilentools, das heißt, wir sprechen über Unix und Linux. Wer gestern schon bei den Unix-Opas war, hat das vielleicht schon einmal auch ein bisschen gesehen. Das heißt, wir haben ganz oben die PDP-7, PDP-11, BSD. Und aus all dieser Zeit, aus diesen Ursprungszeiten stammen unsere Tools. Grep und das Tool Grep, das wir kennen in der Ursprungsvariante, ist von 1973. Das ist fast so alt wie ich. Da gab es aber jetzt in der Zwischenzeit auch ein paar Neuerungen und über diese Neuerungen möchte ich sprechen. Ich habe ja auch das Problem, ich bin ja jetzt auch schon viel zu lange in der Branche und man ist dann eingefahren und benutzt Tools, die man eigentlich schon nicht mehr benutzen sollte, weil es schon wesentlich bessere und modernere gibt, aber man ist halt so irgendwie ein bisschen im Brain drinnen. Das heißt, ich möchte euch hier ein paar Impulse, Anstöße geben, euch andere Tools anzuschauen. Ich werde keins der Tools im Detail herzeigen mit allen Kommandozeilen, Parametern und sonst was, sondern soll mehr so ein Input sein für euch. Schaut euch das mal an. Beschäftigt euch damit. Wie gesagt, die ganzen Tools, Philosophie dahinter, haben wir auch gestern bei den Unix-Opas schon gehört. Viele kleine Tools, die ich hintereinander ketten kann, viele einfache Tools. Das endet dann meistens so, also in einem ganz simplen, einfachen Kommandozeilenaufruf, um irgendwie eine CSV-Datei dann über JSON irgendwo hinaufzuladen. Also das, wir kennen das alles. Ne? Ja, ist nicht mein Beispiel. Habe ich mir aus dem Internet geholt. Die Kommandozeilentools, ganz kurz, es gibt die sogenannte Single Unix Specification. Jedes Betriebssystem, das sich Unix nennen will, muss diese erfüllen. Das sind die Betriebssysteme, je nachdem, welche Version sie erfüllen. Die Version 3, also Unix 03, ist quasi der POSIX-Standard 2001 und Unix 4 wäre der POSIX-Standard von 2008. Ja, so irgendwie, ja. Und das sind die Kommandozeilen-Tools, die es laut diesem Standard geben muss. Ich prüfe das nachher, ja. IEEE Standard 1003 muss man diese Kommandos umsetzen, um sie zu erfüllen. Parallel dazu, beziehungsweise ergänzend dazu, gibt es POSIX. Angeblich heißt das FASIX und nicht POSIX. Ich sage trotzdem POSIX. 85 von Richard Stallman in Leben gerufen, eben auch eine Liste an Kommandozeilentools, die man benutzen sollte. Die Linux Standard Base, weil wir sprechen jetzt heute primär über Linux, basiert auch auf diesem POSIX Standard. Kaum eine Distri ist wirklich zertifiziert, aber die meisten sagen, sie sind compliant und das sind die Tools, die unterstützen müssen, wenn man LSB kompatibel sein möchte. Das Linux Kernel Team hat dann noch einmal eine eigene Liste an Kommandozeilentools und die GNU Core Utilities haben auch noch einmal eine eigene Variante von Tools, die man auf der Kommandozeile benutzen könnte. Also wenn jemand mal einen längeren Talk machen will, es gäbe hier noch genug Potenzial. Für nächstes Jahr haben wir auch geplant, eventuell eine Partie Shell Golf, das heißt, wie kann ich eine bestimmte Aufgabe mit möglichst wenig Befehlen und Zeichen erfüllen. Da sollte man die Dinger dann auch alle kennen. Ich habe zwei Regeln für diesen Talk. Wir sprechen nicht über Tools, die irgendeinen Server auf dem Laptop oder auf dem Server benötigen, um zu funktionieren. Also alles, was irgendwie einen Node.js-Server im Hintergrund oder sowas braucht, habe ich jetzt hier nicht mit drinnen, weil nein.
Ich werde jetzt auch nicht groß über Systemd ranten. Löst bzw. löste System 5 Init Scripts ab, sorgt für viel Spaß am Gerät, wobei Spaß halt so eine Sache ist. Ich habe noch immer nicht meinen Frieden damit gefunden, aber ich werde langsam in die Richtung hingedrängt und man kann sich ja, Mensch kann sich ja im Prinzip nicht mehr wehren. Das heißt, old and tired ist alles, was irgendwie etc, init, start, stop, restart, status ist. Die new hotness, jetzt eh schon länger, ist eben system control, start, stop, restart, status und dann halt den Toolnamen dazu. Das Ganze schaut, also hat früher so ausgeschaut, übersichtlich, knackig, einfach gut. Mit systemd schaut das dann so aus, wenn man einen Status aufruft. Und ich kriege hier unten dann die Logfiles vom Server mit angezeigt, das Ganze ein bisschen abgekürzt und ellipsized, wie es so schön heißt. Systemd hat mir ja der wunderbare Barbossa wieder ein bisschen näher gebracht. Systemd loggt ja auch, übernimmt mittlerweile auch die ganze Logging-Funktionalität. Das heißt, es gibt dann das Kommando Journal Control, mit dem ich die Logs mir dann wieder anzeigen kann, weil sie ja binär abgelegt werden mit allen Vor- und Nachteilen. Da kann man jetzt auch wieder stundenlang drüber ranten. Machen wir ein anderes Mal. Ich kann mit Journal Control und minus U dann halt eben sagen, ich möchte jetzt gerne die Logs von Apache sehen und dann bekomme ich das, was ich halt früher mit einem CL-F bekommen habe. Kann mir aber jetzt in dem Fall dann auch aussuchen, ist das jetzt hier UTC oder ist das meine Lokalzeit oder möchte ich jetzt die Zeit umgerechnet haben auf irgendwas anderes. Systemd anschauen, man kommt die nicht mehr drum herum. NSLookupDig, sprich Hostnamen anfragen, DNS-Abfragen, macht man heutzutage eigentlich mit DIG. Da bin ich im Zug gesessen, wie ich das gemacht habe. Deswegen konnte ich nur das ICE-Portal über DIG abfragen. DIG ist, sage ich mal, jetzt per Default sehr gesprächig. Ich kann das Ding aber runterkonfigurieren, dass das Ding dann auch etwas übersichtlicher wird. Und mit Plus Short, das kann man auch in die Config hineinschreiben, dann tut das relativ übersichtlich. Daran erkennt man, dass ein Windows-Administrator auf der Linux-Konsole arbeitet, der verwendet noch, oder die verwendet natürlich noch immer NSLookup, weil DIG gibt es ja unter Windows nicht, also ohne Unix-Subshell. Mit DIG würde das Ganze dann halt so aussehen, beziehungsweise wenn ich einen MX-Record brauche, NSLookup-QMX, beim DIG schreibe ich halt hinten dran, ich hätte gerne einen MX. Und im NSLookup auf Any hat mir im ICE ein No Service Could Be Reached geliefert. Aber wenn man es ordentlich macht, kriegt man halt mit dem DIG die ganze Liste an allen DNS-Einträgen zurück, die man halt so bräuchte. Wer es noch kennt, TracePath ist im Prinzip so etwas Ähnliches wie TraceRoute, braucht aber keine Root-Rechte. War ja lange Zeit bei TraceRoute ein Problem, dass ich Root sein musste, um das durchzuführen. Mit TracePath kann ich das Ganze auch ohne machen. Und ich bekomme genau die Path-MTU zurück, das heißt, er schreibt mir dann auch schön raus, welche MTU ich da eigentlich setzen sollte, weil das dann auf der ganzen Strecke am besten funktioniert. Wesentlich interessanter ist dann MTR, MyTraceRoute, das kombiniert nämlich einen Ping und einen TraceRoute, aktualisiert sich laufend und gibt dann einen hübschen Output an, wenn es wahr ist. Genau. Das heißt, das habe ich jetzt hier schon im Hintergrund laufen, es läuft mein TraceRoute, das MTR, macht im Prinzip TraceRoute plus den ganzen Pings, zeigt mir Packet Loss an, zeigt mir Standard Deviation an, Best Ping, Worst Ping. Eigentlich ein sehr nettes Tool. Das Ganze funktioniert auch, im GUI, beziehungsweise ich kann mir auch einen statischen Report dann ausgeben lassen, wenn ich den irgendwie ausparsen möchte. Da kann ich dann angeben, mach das Ganze 10 Mal und dann gib mir einen Report aus. IP-Route, das mache ich ganz kurz, nur ganz kurz, also alles, was jetzt irgendwie if-config war, root war, arp war, etc., sollten wir eigentlich alles schon nicht mehr verwenden. Seit vielen, vielen Jahren ist eigentlich das IP-Route 2-Paket da, um das alles abzulösen. Das heißt, if-config ersetze ich in dem Fall durch IP-Address bzw. IP-Link-Show und kriege trotzdem meine Legacy-IP und meine ordentliche IP. Genauso für die Links. Ein ifconfig eth0up ist halt jetzt ein IP-Link-Set eth0up. Ist ein bisschen eine andere Syntax, wenn man sich einmal daran gewohnt hat, ist aber eigentlich sehr angenehm, weil es ist konsistent immer gleich, wenn man mal so die Sachen gefunden hat. IP-Adressen setzen,
Was ich mit IP eben auch kann, ist, ich kann auch IP-Adressen löschen. Das konnte ich eben mit ifconfig nicht. Also es gibt auch durchaus Vorteile. ARP, selbe Route, Route adden. Wer mehr wissen will, der junge Mann sitzt da vorne, winkt doch mal. Hat einen ganz tollen Talk gemacht, er hat die Slides auch da, wenn ihr ihm vielleicht ein Bier zahlt, macht er noch einen Lightning Talk oder so irgendwo. Das Slideset allein ist auch schon sehr super, covert ganz, ganz viele Dinge von dem, was ich da jetzt nur wirklich ganz kurz angerissen habe. TMUX Terminal Multiplexer, ich möchte mehrere Terminals in einem Konsolenfenster haben, da hat ein gewisser Lehrer gestern schon einen Talk dazu gehalten und das Ganze mal aktiv entwickelt. Das sollte ein kleines E sein und da fehlt noch ein Gottchen. Ich sollte ausgeschlafen meines Lieds schreiben, dann funktioniert das besser. Ist also der Nachfolger oder die Nachfolger eine Alternative zu Screen, eine meiner Meinung nach in vielen Fällen bessere Alternative. Auch hier haben wir eine Kleinigkeit vorbereitet. Das ist bereits TMUX und ich habe dann hier, habe ich meine Schilder, habe halt hier die Möglichkeit, wenn es funktioniert hätte, hier unten mir zum Beispiel den Log anzuzeigen, hier den Hardtop laufen zu lassen. Und hier habe ich eine Konsole, wo ich auch was hineinschreiben kann und halt einen Befehl ausführen kann oder sonst irgendwas. Das heißt, ich habe hier ganz viele Möglichkeiten. Ich habe hier auch die Möglichkeiten, das Ganze zum Beispiel zu skripten. Das heißt, wenn ich in mein Project-Verzeichnis hineinschaue, habe ich mir die ganzen Beispiele, die ich hierher zeige, in einer TMUX-Session geskriptet. Das heißt, ich muss nur noch dieses Skript laufen lassen. Das richtet mir meine TMUX-Shell mit allen Befehlen und so weiter her. Ich habe alle Kommandos vorbereitet und muss dann, wenn ich zu der jeweiligen Position komme, nur noch Enter drücken. Und das Demo funktioniert. Oder auch nicht, das werden wir jetzt dann sehen. Das heißt, da habe ich jetzt mit Log, weil ich habe immer einen Screenshot, weil die Demo-Götter sind einem ja nicht immer gewogen. Schaut euch TMUX an, es ist wirklich, wirklich super und funktioniert ganz super gummigut. Dazu passt dann auch die Z-Shell. Kann ich verwenden als interaktive Login-Shell, kann ich verwenden als Kommandozeilen-Interpreter, ist im Prinzip eine erweiterte Born-Shell, die aber ganz viele neue, tolle Features hat und ganz wunderbar erweiterbar ist. Ein Feature, ich benutze jetzt die Z-Shell seit ein paar Jahren und bin Ende letzten Jahres draufgekommen, dass ich in der Z-Shell zum Beispiel das CD, also Change Directory, einfach weglassen kann. Der Z-Shell schmeiße ich einfach ein Directory hin und er wechselt mir automatisch in das Verzeichnis hinein, was durchaus bequem ist und beim Shell-Golf auch wieder 3 Punkte bringt. Ne? Also, ein CD-Abstand sind 3. Ich habe für das OMI Z-Shell Themes, das heißt, ich kann mir das Ding beliebig optisch herrichten, wie ich möchte. Ich habe Plugins, das heißt, ich habe Plugins für Mercurial, für Git, für fast jedes Tool. Gibt es ein Z-Shell-Plugin, das mir das Ding erweitert? Ich habe Auto-Completion nicht nur für Verzeichnisnamen, sondern auch für Kommandozeilenparameter. Das heißt, wenn ich das Z-Shell-Plugin für SSH installiere, dann hat er automatisch drinnen die Hostnamenerweiterung. Ich hab irgendwo in der SSH-Config einen Shortname Martin und das heißt, ich brauche nur MA tippen und er macht SSH Martin draus und so weiter. Also es ist ein wirklich, wirklich geiles Teil. OMI Z-Shell ist ein Skript, das mir im Prinzip meine Z-Shell-Config, meine ZSHRC herrichtet und konfiguriert und auch regelmäßig aktualisiert. Das heißt, da werden automatisch die Plugins runtergeladen, werden automatisch die Themes runtergeladen. Wenn ihr euch die Z-Shell anschaut, ich würde es für Einsteiger auf jeden Fall mit OMI Z-Shell verwenden, weil es einfach unglaublich viel Funktionalität und bietet und sehr praktisch ist. Man kann sich das aber auch einzeln hineinkonfigurieren, aber es ist einfach viel einfacher mit OMI Z-Shell da hineinzuhauen. Wie schaut das jetzt aus? Das wäre zum Beispiel ein Z-Shell-Theme mit diesen hübschen Dingen hier. Ich habe, wenn ich einen Fehler habe, markiert er mir das Ganze. Das ist ein Animated GIF, deswegen springt das so schnell durch. Ich habe noch ein zweites, das wäre eine andere Z-Shell. Das heißt, ich habe jetzt hier zum Beispiel Auto-Completion. Ich habe bei der Auto-Completion auch die Möglichkeit, dann mit den Cursor-Tasten herumzuwandern. Das heißt, ich kann jetzt sagen, okay, ich möchte den fünften Eintrag da drüben haben und muss nicht weiter tippen.
wenn ich ein PyEnv oder sonst irgendwas verwende, zeigt er mir die Environment-Variable an. Auto-Completion dann. Ne? Also ich fahre jetzt damit mit der Cursor-Taste herum und sage, welches File, welches Directory ich jetzt eigentlich haben möchte. Wenn ich einen Fehler eingebe, kann ich mir das markieren lassen. Also da hatte ich ein Problem. Ich habe hier die Git-Integration drin. Das heißt, zeigt mir jetzt an, in welchem Branch bin ich drinnen. Ich habe eine uncommitted Change etc. Das heißt, ich habe hier unglaublich viele Möglichkeiten, mir das Leben zu vereinfachen. Schaut euch die Zshell an. Das ist die Liste der derzeit verfügbaren Plugins, die ich direkt von OMI Zshell bekomme. NPM, Node, alles was so Hipster-Developer ist, Cloud App, ist alles drinnen. Viel Spaß. Es ist wirklich, gönnt euch einmal 2 Stunden, richtet euch einmal eine Umgebung ein und probiert das aus. Ihr wollt das nach einem Monat nicht mehr weggeben. Das ist unglaublich geil. Kleinigkeit, HTTP Pi ist ein Curl-Wrapper, der ein bisschen Autoformatierung und bunt macht, weil wir haben 2018, das heißt, unsere Shells sind mittlerweile bunt und nicht mehr grün auf schwarz oder Bernstein auf schwarz. Und vereinfacht auch den ganzen Curl-Aufruf ein bisschen. Das heißt, ich rufe einfach auf HTTP und die URL und er gibt mir dann halt ein hübsches Output mit Farben und macht mir auch das HTML bunt. Und für die Hipster-Developer wieder gibt es dann auch eine JSON-Integration. Also ich nenne es immer XML für Millennials. Ja, ich weiß. Meiner einer, ich bin auch ein Fan. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich kann jetzt hier auch wieder ein HTTP-Boot machen, ich kriege ein JSON zurück und der HTTP-Pi rendert mir dann den JSON eigentlich einfach schön herunter und zeigt mir das hübsch lesbar an, so wie es eigentlich sein sollte. ARIA 2 Download Utility verwende ich im Prinzip fast jeden Tag. Hat nämlich einen großen Vorteil. Ich kann mit -j und -x die Anzahl einen Download in dem Fall 10 Teile aufteilen und die 10 Teile von dem Download werden parallel runtergeladen. Ich kann dem ARIA sagen, ich habe ein ISO-File, das liegt auf 5 Servern. Ich kann parallel von diesen 5 Servern ein ISO-File auf meinen Rechner runterladen. Das ganze Ding macht das unglaublich schnell und sehr angenehm. Ich muss sehr oft Install-Sets runterladen, ISOs. Da wird das Ganze sehr, sehr flott und schnell. Tut einfach super Gummi gut. RIPGrep, Recursives Regular Expression Grep, in Rust geschrieben. Ist unpackbar schnell, berücksichtigt Gitignore-Files, das heißt, sucht alles, was ich im Gitignore drinnen habe, lasst da aus. Von der Homepage ein RIPGrep mit Unicode, das macht es per Default, macht es Unicode-Search, ist deutlich schneller als ein normales Grep. Und wenn ich dann dem Grep auch noch sage, es soll Unicode berücksichtigen, dann wird das GNU-Grep überhaupt ganz, 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 ganz langsam. Ansonsten ist es von der Syntax her ähnlich und einfach viel, 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 viel schneller. Das heißt, wer öfter in größeren Textbeständen suchen möchte, möchte sich vielleicht RIPGrep einmal ansehen. EXA, auch wieder, wir wollen ein buntes Terminal. Die Slides gibt es nachher, also da sind auch die URLs drinnen, braucht es jetzt nicht hektisch mitschreiben. Ersetzt bzw. erweitert LS, ist bunt, ist rekursiv, tut einfach. Schaut dann so aus. Das ist viele bunte Spalten. Ich kann das Ganze in einem Grid haben. Es kann mir auch das Ganze in einem Tree anzeigen und macht das Ganze einfach hübsch und das Leben etwas optisch etwas ansprechender. Und integriert auch eine Git-Status-Anzeige, ja. Aber Git, das machen Developer, oder? Ja. DevOps, das ist so wie weder Fisch noch Fleisch. Ne? Nein, ich bin nicht zum Rand, ich mache mal eine eigene Rand-Session. FZF, das ist so ein Ding, da habe ich ein bisschen länger gebraucht, bis ich es behirnt habe, aber das ist auch wieder mal so ein Ding, das unglaublich nett ist, ist ein Kommandozeilen-Fuzzy-Finder. Was? Verstehe nicht, was will er von mir? Ist schnell, ist praktisch, unterstützt Tmux, unterstützt Vim, unterstützt die Zshell, hängt sich auch in die Zshell gleich hinein. Da hätte ich jetzt eine kleine Demo vorbereitet, weil dann kann man sich was darunter vorstellen. Vorher habe ich mir auch ein wenig schwer getan. So, jetzt brauchen wir einen Schummler auch noch. So,
FZF ist auf 4. Das heißt, FZF, ich möchte FZF mit der Preview-Funktion nutzen und es soll mir von jedem File die ersten 100 Zeilen anzeigen. Ich bin da jetzt im Linux-Header-Verzeichnis drin, das heißt, zeig mir doch mal alle Files in dem Header-Directory an, rekursiv, und während ich da so durchbrause, zeig mir doch die ersten 100 Zeilen von dem File an. Ne? So, boah, schon mal nicht schlecht. Jetzt kann ich dann aber sagen, ich möchte jetzt alles, was irgendwie ASM beinhaltet, im Dateinamen angezeigt haben. Also das sieht man jetzt leider unten, das konnte ich nicht hinaufmoven. Ich kann hier einfach tippen und sagen Sound und er zeigt mal es mit Sound an. Oder ich kann sagen alles außer. Das heißt, ich kann hier einfach sehr schnell on the fly suchen, nach verschiedenen Dingen suchen und sie mir anzeigen lassen und bekomme sie dann als Auswahl zurück. Ich kann hier auch mehrfach Auswahlen machen. Das heißt, ich habe ja auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das File und das File und das File und kriege dann die Liste zurück. Das Ganze hängt sich aber jetzt nicht, kann ich jetzt aber nicht nur direkt aufrufen, sondern das hängt sich auch in meine Shell hinein, in dem Fall in meine Z-Shell. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel meine Shell-History. Ich hoffe, ich habe sie aufgeräumt. Das heißt, ich drücke wie gewohnt Steuerung R und ich kriege meine Shell-History. Die schaut aber jetzt ein bisschen anders aus, weil ich kann jetzt hier einfach mit den Cursor-Tasten in der Shell-History herum scrollen und auch da wieder suchen. Das heißt, ich suche jetzt wieder nach Tmux. Und jetzt zeigt er mir nur noch die Shell-History-Einträge an, die Tmux irgendwie drinnen gehabt haben. Und bekommen sie dann auch wieder die Shell-History zurück. Dasselbe funktioniert dann auch mit Ctrl-C in dem Fall dann. Das heißt, ich drücke ein Ctrl-C, Alt-C. Das ist Change Directory. Das heißt, ich kriege jetzt hier eine Auswahl aller Directories, kann wieder suchen nach ASM. Und sagt, und er verwechselt mich dann automatisch in das entsprechende Verzeichnis hinein. Der FZF integriert sich auch in den Vim hinein, das heißt, wenn ich jetzt einen Vim habe, macht er das genauso. Und ich habe auch, wenn es wahr ist, das habe ich mir das nicht? Ja, genau. Nein, habe ich mir. Ja, oh ja. Weg. Weg da. So. Ich habe das jetzt auch zum Beispiel beim Kill-Kommando. Kill-Tab und der FZF liefert mir jetzt hier eine Liste aller Prozesse. Ich kann jetzt auch hier wieder suchen, wo ist jetzt meine Präsentation und nein, die. Ein CAPS-D oder was auch immer. Also ich könnte jetzt da, und er liefert mir dann die Process-ID zurück. Das heißt, ich habe auch hier wieder die Möglichkeit, sehr bequem und entspannt zu arbeiten. Bitte? Kill-Tab und die Sache ist erledigt. In die ist ganz normal, so wie du es bisher auch gekommen bist. Also die Shell-History-Steuerung-R, da hängt sich der FZF hinein und gibt dir dann stattdessen den Output. Ich habe jetzt nur den Aufruf nicht vorbereitet. Schande über mich. Ich kann das Ganze dann, ich kann den FZF dann auch noch mit Tmux verbinden. Das heißt, er macht mir, wenn ich in einer Tmux-Session bin, dann ein zweites Panel, eine zweite Pane auf, wo er mir das Ergebnis aussucht und dann wieder in den ersten Pane zurückliefert. Also da kann man ganz, ganz viel lustige Dinge machen. Würde ich mir anschauen, ist eine ganz super Sache, das ist eben diese Head-Funktion. Ich kann eben Negation suchen, so alles außer, ich kann beginnt mit, end mit machen, ich kann auch einfach sagen, irgendwo der String soll irgendwo vorkommen und dann tut das Ganze. Dann habe ich noch ICDiff, das ist einfach ein hübsches, buntes Diff. Wenn man jetzt das klassische Diff nimmt, dann schaut das schon ein bisschen übersichtlicher aus, was mir da das ICDiff macht. Und weil ich es gestern bei den Unix-Opas noch versprochen habe, haben wir natürlich auch Progress. Progress ist ein Core-Utils-Process-Viewer, der sich auf die Core-Utils konzentriert, sprich Copy, Move, DD, TAR, GZIP etc. und zeigt mir den Fortschritt an. Jetzt kennen wir alle das PV, ne? PV kennen wir, tut. Haben wir auch wieder
eine Kleinigkeit vorbereitet. PV ist auf 5. Das heißt, ich habe hier ein DD laufen und mein Ding tut einfach. Problem ist halt, ich muss das Ganze zum PV irgendwie durchpipen und muss meine Aufrufe anpassen, damit ich was sehe, und das ist irgendwie unhübsch. Das heißt, ich kann jetzt aber auch Progress verwenden. Das heißt, ich habe jetzt hier auf der rechten Seite mein Progress-M, das ist nichts anderes als ein Watch. Das heißt, das läuft die ganze Zeit und schaut, läuft ein Prozess, läuft einer der Prozesse, die ich kenne, und wenn ja, zeige ich den Progress an. Und solange er nicht läuft, tut sich nichts. Und jetzt hätte ich da auf der linken Seite ein Copy vorbereitet. Das heißt, wenn ich das jetzt starte, ja, dann habe ich jetzt auf der rechten Seite meinen Progressbar, der so jetzt darauf hinaufwandert und irgendwann einmal fertig ist. Ich kann das Ding einfach so starten, ich kann das Ding an einen Prozess hängen, das heißt, ich kann das an meinen Apache hängen und dann zeigt er mir immer an, wenn er was ins Log schreibt, ich kann es in den Firefox hängen, zeigt er mir an, wenn er einen Download irgendwo hinschreibt, zeigt er mir den Progressbar dafür an. Jetzt ist er fertig und jetzt dreht er wieder Däumchen und wartet. Und wenn ich jetzt das noch einmal mache, dann sagt er wieder, hurra, ich habe einen Prozess gefunden und zeige den Progressbar an. Ist halt schön, weil ich den Aufruf meines Programms nicht verändern muss, ja, und habe halt die Möglichkeit hier auch diese zwei Fenster in einem Fenster, das ist TMUX, deswegen will man sich mit TMUX beschäftigen, das ist super praktisch. Ja, kurze Frage. Ja, du kannst den Progress auch aufrufen, wenn du den Copy schon gestartet hast. Der schaut einfach in der Process List durch, finde ich einen Prozess, den ich kenne, und wenn ja, dann zeige ich den Progressbar an. So, ach, verdammt, ich hätte doch eigentlich, das dauert jetzt doch länger als gedacht, jetzt wie weit bin ich schon und so, ja, tut er, kann er, macht er. Dann hast du zwei Zeilen mit Progress. Also wenn du zwei Copies laufen hast, dann hast du zwei Zeilen mit jeweils Statusbar. Heute in der Früh noch dazu gekommen über Twitter. Diffoscope ist ein rekursiver Archiventpacker, der dann der Tarballs, ISOs und PDFs vergleichen kann, also auch Binärfiles vergleichen kann. So, worin unterscheiden die sich denn jetzt genau? Also ein Firefox-Plugin, alte Version, neue Version, wo ist jetzt genau der Unterschied? Und der geht in das TAR hinein und bereitet das dann halt eigentlich ein sehr optisch sehr schönes Diff auf. Das kam heute in der Früh schon über meine Timeline rein und damit haben wir jetzt noch 3 Minuten für Fragen an euch. Welche Tools habe ich denn jetzt noch vergessen? Was? Wo? Hände hoch, Mikro. Kommandotool und eine kurze Beschreibung. Einfach reinreden, die Kollegen machen dich auf. Na, warte, irgendwas tut noch nicht. Ist es eingeschaltet? So, zweiter Versuch. Ja. Hört man mich? Ja. Ich höre dich jetzt aus den Lautsprechern. Okay, gut, dann werde ich da sein. Also, TLDR, Too Long Didn't Read, tut genau das, was man meint, nämlich eine Manpage ausgeben, ohne Manpage zu benutzen, das heißt so die Good Parts von Manpage. Dankeschön. Gibt es das auch für Vortragende? Sonst noch Tools? Wer kennt noch was? Gibt es mal nach hinten? Ja, ein sehr hässlicher Client ist auch der MySQL-Client. Und es gibt pip-install mykli, gibt einfach einen sehr schönen MySQL-Client mit Farbe, Autocompletion, ohne den Strichpunkt am Ende und so. Das ist ganz schön. Wenn man MySQL machen möchte, ja. Dankeschön. Ah, da bist du. Als Alternative zu SSH, Mosh kann reconnecte, wenn die Verbindung wegfliegt. Kann allerdings kein Scrollback und dafür möchte man dann eigentlich auch wieder T-Max verwenden. Guter Mann, dafür gibt es eine Schnitte. Yeah. ist das der Mosh ist aber nicht der über UDP läuft. Ist das der, ja. Ja, mit dem habe ich ein paar andere Probleme dann gehabt einmal. Noch? Wir haben einen weiteren Kandidaten für das Shell Golf nächstes Jahr. Noch? TMUX hat implizit einen, ja, aber ich muss keinen Daemon starten in dem Sinne. Das lasse ich noch gelten.
Gut, dann ist es jetzt 16.14 Uhr und 51 Sekunden. Dann habe ich mit 74 Slides eine Punktlandung hingelegt. Ich bedanke mich recht herzlich für euch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt ein bisschen was gelernt. Und noch viel Spaß auf der Easter Hack. Ciao.